Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Roman Total War 2 mit den Seleukiden und wir spielen die die wunderbare Kavallerie-Tier-Challenge. Ich hatte doch mal einen Namen dafür, oder? Ich weiß es nicht. Gut, auf jeden Fall. Ja. Kurz mal auf die Karte geschaut. Sehen wir, hier sind 1, 2, 3, 4, 5, 6. Armeen im Osten und zwei, ja, zwei hier, eine da, das ist glaube ich nur ein Mann stark, aber ja, der ganze Osten ist gegen uns und ja, wir müssen mal schauen, wie wir das machen. Genau, die da haben wir letzte Runde besiegt. Ah, das ist auch keine Armee, das ist aber eine, okay. Hier müssen wir schauen, wie wir das überhaupt einnehmen können. Das wird auf jeden Fall problematico. So. Das wird problematisch. Gut. Auf jeden Fall werden wir jetzt mal schauen. Wir haben 160 Dolalinis auf der Kante. Das ist natürlich mehr als 0, aber auch nicht so viel, dass man irgendwas machen könnte. Ach ja, ach ja, ach ja. Okay, das ist schon mal gut, dass die Armee von ihm rausgegangen ist. Dann ist natürlich die Stadt einfacher zu erobern. Alter. Natürlicher Tod, Politiker. Okay, das macht keinen. Ist nicht schlimm. Ups. Oh. Okay. Nachdem er den Familiennamen verloren hatte, versuchte der Mann seine Schulden mit anderen Mitteln zu begleichen. Die ausschweifende Lebensart forderte bald seinen Preis. Ja, okay, man hat ihn tot gefunden. Ich glaube. Minus 3 Hofadelige. Ich glaube sogar, man kann den gar nicht mehr retten. Also, ich dachte, wenn man den. Also die Schulden bezahlt. Dachte ich, dass er dann stirbt, aber anscheinend stirbt er jetzt. Also wenn man ihn verbannt. Das Ding ist halt. Genau, wenn man die Schulden bezahlt. Dachte ich eigentlich auch, dass er stirbt. Oder es ist so, dass die anderen Adligen total dagegen sind. Also das total, ja, total verdonnern oder so. Genau, also. Ich glaube, das können wir auf jeden Fall auch schaffen. Das haben wir, also letztes Mal haben wir eine sehr viel größere Armee geschlagen. Aber da hatten wir eine bessere Karte. Wo kommt denn der ganze Wald jetzt her? Okay, trocken ist gut. Wo kommt denn der ganze Wald jetzt her? Okay, ich mach's eigentlich. Ja, ich mach's wahrscheinlich wieder wie ja, bisher. Die Elefanten. Versuchen in der Mitte durchzupreschen. Zusammen. Mit denen. Also. Ich werde es wahrscheinlich so machen, dass. Wenn hier die gegnerischen Leute sind, dass ich dann so eine Gabel mache. Also so ist die Theorie. So, die Kamele müssen halt dahin, wo seine Pferde sind, wo seine Kavallerie ist. Die geht mal hier hin, der geht hier hin und das war's. Gut. Dann let's go. Das
war's. So, mal kurz bisschen vor. Der bleibt jetzt da, ne? Ja. Irgendwie ruckelt die Aufnahme gerade. Aber warum? Moment mal, ich mach mal kurz Pause. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich mach mal einfach, keine Ahnung, Ultra. Vielleicht ist das besser. Wow. Okay, momentan ist es stabiler. Na gut. Dass ich Rome Total War runtersetzen muss, ist auch besonders. Na gut. Gut, also meine Kamele kommen jetzt auf die andere Seite. Die Plänkler Kavallerie kommt hier hin. Hier sind ja seine. Okay, da sind auch Herr Banner. Ja, okay. Aber das wird schon passen. Wenn der hier im Wald bleibt, was ich denke, dass er bleibt, habe ich ein bisschen Problem. Also zumindest die Streitwegen können dann nicht rein. Oder nur sehr schlecht. Zwar nicht so ultra miserabel wie bei Rome Total War Troja. Das ist ja wirklich lachhaft. Beziehungsweise nicht lachhaft, sondern realistischer, sage ich mal. Weil mit Wegen durch den Wald. Das waren ja damals eher richtige Urwälder. Nicht so wie heute. Okay. Das ist natürlich jetzt sehr, sehr ärgerlich, dass er sich im Wald verkriecht. Natürlich die richtige Entscheidung, wenn es gegen Kavallerie geht. Unsere versteckten Einheiten wurden entdeckt. Okay, ich gehe jetzt einfach mal straight rein. Vor allen Dingen, weil er gerade. Es sieht gerade ein bisschen danach aus, als hätte er nicht wirklich. Wir haben die versteckten feindlichen Einheiten entdeckt. Nicht wirklich. Ja. Gerade nicht wirklich Formation. Das muss ich ausnutzen. Bitte mit Trampeln, du auch. Du gehst mal hier hin. Gehen immer so langsam. Echt bisschen ärgerlich. Okay, die gehen mal raus. Der geht rein mit Trampli. Okay, die gehen auf die andere Seite.
Eine unserer Einheiten ist in Raserei. So, du gehst mal hier hin. Ihr habt den aufgeräumt, das ist gut. Du gehst dahin. Du gehst dahin. Ihr geht mal dahin. Los. Ihr geht mal weg. Die Schlacht wendet sich zu unserem Gunsten. Okay, jetzt mache ich nur Nahkampf, weil sonst würden die zu viel Friendly Fire machen. So. Eine unserer Einheiten ist in Raserei geraten. Aber nur kurz, gut. Die, ja. Gut, also, Verluste 2,8, 2,6 hat er selbst gemacht, also, Entschuldigung. Dann hat er 20 gemacht. Oder, ich habe 20 selbst getötet. Ja, war ja ganz nett. War ja ganz nett. Ja, das war vorerst alles. Du bekommst leider nichts, weil du nicht von meiner Fraktion bist. Fünf Runden. Ja, da kannst du nochmal hier reingehen und die wirklich auf gute positiven Stacks bringen. Du hast nur eine 19er Armee. Warum das denn? 501. ist ja die erste. Der bunkert sich halt eine. Das ist nicht so fein. Edessa ist da oben. Hatra ist hier unten. Mache ich mal hier oben. Ah, wobei. Ja doch. Ich wollte hier ja eine neue Armee gründen. Nicht mal. Okay. Also Ägypten ist jetzt erstmal weg vom Fenster, wenn ich es richtig sehe. Genau, mit unseren südlichen Ura. Ja, lol. Natürlich ja super. Das ist natürlich super. Gut, also mit denen haben wir ja zum Glück Frieden geschlossen. Ich will den aber nicht wirklich um Hilfe bitten, da er ja, sonst die ganzen Länder einnimmt. Zum Glück habe ich mit Zypern noch nicht wirklich Stress. Der mag mich nur nicht. Aber das ist in Ordnung. Okay, Pergamon. Wieso kann ich mit denen kein Handel treiben, das ist ärgerlich. Gemera auch nicht.
Minus 3. Ich heiße euch willkommen. Aha. Kena. Seid gegrüßt, mein Freund. Wir besprechen alles, was ihr wünscht. Doch ich bin sicher. Minus 3. Seid willkommen und setzt euch. Ich werde Baal Hamun ein Opfer. Das ist Weise praktisch. Und vernünftige Vereinbarungen sind in Karthago. Der mag uns jetzt 14. Oder sie. Setzt euch. Und okay, das ist sehr gut. Wie die Götter auf unsere Einigung herablächeln. Es ist eine ehrbare Sache. Das ist wohl so. Pontos, der wird mir auch bald den Krieg erklären. Syrakus und ist Zypern auch bald. Okay. Ihr habt meinen Gruß. Gut, der plündert jetzt hier. Ich kann halt hier nicht weg. Was sonst kommt der? Wo ist der? Oh. Die ist auf jeden Fall eher für zu Hause gut. Okay, also ich könnte den angreifen. Könnte mit dem hier hingehen. Soll ich das machen? Ich erwarte eure Befehle. Soll ich das machen? Also das Problem ist, wenn ich es nicht schaffe. Wenn ich das hier verkacke und dann... Ich meine, hier muss ich gegen drei... gegen drei Armeen kämpfen. Also klar, nur eine hat sich eingebunkert. Währenddessen kann ich gegen die zweite und vielleicht auch die dritte kämpfen, während die eine da ist. Also wenn die eine sich eingebunkert hat. Er hat. Puh. Wenn ich den angreife, ist es... Der hat sehr viele Fernkämpfer. Also ultra viele. 2, 4, 6, 8, 10, 11. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Wahrscheinlich wollt ihr, dass ich es mache, ne? Ich würde noch eine Runde warten. Ein 1000. Ich warte noch eine Runde. Vielleicht geht der eine weg. Das wäre natürlich, besser. Oder da kommt jetzt noch eine Armee. Mission erteilt. Besieg folgende Männer. Damit hat sich das geklärt. Sorry. Ich glaube, das hätten wir geschafft, aber es wäre halt teuer geworden. Natürlich bin ich zu dem gerade so nicht hingekommen. Ne? Also mit dem war es irgendwie so. Aber die KI weiß natürlich immer, wohin ich hinkomme und wo er hin kann. Dass ich gerade so nicht hinkomme. Gut. Ja, ich kann leider nichts machen. Ah, die Adelige habe ich vergessen. Gut. Oh, Ägypten.
Das ist gut. Das ist sehr gut. Jetzt habe ich... Das ist schlecht. Die 500 der... Schon wieder? Hä? Die 500 erste? Wirklich? Plus Korruption. Minus Unterhalt. 3 Gravitas. 4 Gravitas. Loyalität. Aber wie... Ja, das ist schon ein heftiger Dude. Das mit den Chance auf Verwundung feindlicher Agenten ist immer ultra gut. Unterhalt von allen Landeinheiten ist weniger. Gravitas macht pro Runde. Alter, ich habe ja ziemlich gute. Junge. Ich nehme mal den da unten, Elefanten. Zivile Entwicklung haben wir ja gerade. Mission fehlgeschlagen, ja, das kann sein. Okay. Bist du. Du bist ganz normal. Die könnte ich also ganz normal angreifen. Ich könnte hier den da auch töten. Das ist der Anführer der einer feindlichen Truppe. Ich könnte den da auch angreifen. Der hat sich zwar jetzt eingebunkert, aber mit der 501. 4 Elefanten und vor allen Dingen Nahkampfeinheiten. Was sehr gut ist. Wobei, also Elefanten sind natürlich sehr anfällig gegenüber. Na komm schon. Gegenüber Brandfallen. Dementsprechend können die ziemlich schnell in Rage geraten. Gut, also. Schauen wir mal. Ich mach mal das da. Dann habe ich nämlich noch das Motivieren. Und kann quasi die Gruppe noch motivieren. Und kann den dann töten. Aber mein Hals ist ein bisschen... Kratzi. Dann nehme ich mal ein Bonbon. Nam nam nam. So. Gut, gut, gut. Aufstellung starten. Aber ich würde sagen, das machen wir nächste Runde. Es sind jetzt 19 Minuten gerade. Ich weiß nicht auswendig, wie lange ich vorhin aufgenommen habe. Ich glaube so 10 Minuten oder so, 5 Minuten. Genau, dementsprechend kommt das die nächste Folge. Vor der Cliffhanger, tut mir leid. Ja, wenn alles gut läuft, überlebt es unser General nicht. Das ist eigentlich schon heftig, das sozusagen. Ne? Gut, dann danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und bye bye.